Von einem Tierschutzprojekt eine Überleitung zu finden zu Weidegänsen ist relativ schwer, deswegen erzähle ich Ihnen kurz was anderes. Diese Eiche da hinten im Alois Huth Park steht seit dem 18. Jahrhundert, nein, seit 1900, also ist 117 Jahre alt und kippt schon ein bisschen in den Herbst hinein. Und damit sind wir auch beim nächsten Thema. Wenn Martini ist, dann ist Herbst und in wenigen Tagen ist es soweit. Und deswegen hat es sich bald ausgeschnattert für die Martini-Gänse im Burgenland. Dort gibt es 15 Martini-Gans-Züchter und jede einzelne Gans ist dort schon verkauft. Renate Dorothea Kellemann vom ORF Burgenland hat sich die Weidegänse mal vorher angesehen. Kaum wird es hell, beginnt im Stall das große Schnattern. Und Jürgen Resch eilt auch schon herbei. Seit 6 Monaten beginnt der Tag des Weidegansbauern aus Litzelsdorf immer gleich. Zuerst werden die gut 300 Gänse auf die Weide gelassen. Großes Gedränge bei der Tränke, dann wird das Federkleid in Ordnung gebracht und eine Runde gewatschelt. Sie sind eigentlich sehr nette und eigenwillige Tiere, muss man sagen, weil sie setzen ihren Kopf durch, auch wenn es nicht immer geht, aber sie probieren es zumindest. Ja, und das ist eigentlich ganz lustig anzusehen. Heute will aber mal Jürgen Resch seinen Kopf durchsetzen und treibt die Gänseschar gemeinsam mit Hund Jamesy auf eine noch nicht abgeweidete Wiese. Nach ein paar Minuten ist es geschafft. Die Gänse haben das offene Tor entdeckt und futtern glücklich das frische Grün. Wir haben da ungefähr 3,5 Hektar, was wir eingezäunt haben. Das haben wir aufgeteilt auf vier verschiedene Koppeln oder Weiden, dass sie praktisch immer ein Teil erholen kann von Gras und auf einen Teil sein sollen, was fressen. Auch Martin Samer hält Weidegänse in Litzelsdorf, allerdings nur 40 Stück. Und er hat für sie einen ganz speziellen Ruf entwickelt. Kommt's her! Die Gänse folgen auch brav. Sie sind neugierig und durchaus auch laut, wenn etwas ihr Leben stört. Wenn ich in ein Haus kommt und in den Hof hineingehen, da fangen sie schon an. Das ist wie ein Wachhund sind sie. Sie schreien, aber dann nach einer Weile sehe ich wieder aus. Das heißt, einen Wachhund brauchen sie nicht, sie haben ohnehin die Gänse. Genau so ist es. Vor 6 Jahren hat Martin Samer von Rindern auf Gänse umgestellt. Ja, sie haben ein bisschen weniger Arbeit als die Rinder. Da muss zweimal einen Tag zugehen bei den Rindern und bei den Gänse. Da schaust du, dass sie frisches Wasser haben und Futter haben. Und sonst sind sie auf der Weide und das passt alles. Die meisten Weidegänse von Martin Samer und Jürgen Resch sind bereits reserviert. In den nächsten Tagen beginnt die Schlachtung und dann wird es wieder ganz ruhig, auch auf den Weiden. Also uns fehlt es und es sind auch die Nachbarn, die vis-à-vis hängen, die oft unter dem Lärm leiden, aber die sagen, jetzt sind die Gänse weg, wir hören nichts mehr, jetzt kommt der Herbst und der Winter.